Herzlich willkommen zu Folge 50 von Assassin's Creed Origins. Und wieder Simon, es freut mich, dass du eingeschaltet hast. So. Nimm jetzt. Da vorne ein Fragezeichen. Ja, das ist wahrscheinlich eines der Schiffe. Dann gehen wir mal zu einem Ausrufezeichen hin. Ist ja doch jede Menge Zeug. Das kann man bei dem Weber kaufen. Hast du davon was gebrauchen, Freund? Absolut. Ausgezeichnet. Das Glück sei dir heute. Dankeschön. Ich kaufe mal das ganze Zeug, weil dann müssen wir nicht die Tiere töten. Dann sparen wir uns diese Jagdgeschichten. Ah, ein Kunde. Wir können schneller unsere Sachen verstärken. Bisher brauchen wir noch kein Geld für Upgrades. Könnte mir vorstellen, dass es irgendwann auch noch Sache wird. Na ja, komm, dann lassen wir das hier. Geh mit den Göttern. Ich meine, es wird nicht reichen, dass wir komplett auf die Jagd verzichten können. Andere Rohstoffe bekommen wir ja ganz gut über Waffen, die wir einsammeln und klein machen. Die Monturen können wir uns vielleicht auch noch irgendwann kaufen. Mal schauen, wie weit meine Sammelleidenschaft dann geht. Willkommen! Willkommen in Letopolis! Letzter Traum des Verstorbenen. Ha, willkommen! Willkommen in Letopolis! Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft! Das große Werk beginnt! Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Vinay. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Willkommen, Nebet. Die Stadt der Zukunft Ägyptens heißt alle willkommen. Ist es wahr, dass jeden Tag vergessene Geheimnisse entdeckt werden? Khufu und Kiera sind weg. Bei den Göttern. Was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll. Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen.
Dann suchen wir mal den Karren. Schauen wir mal, was mit den armen Tieren passiert ist. Woher die Schreie kamen, was auch immer. Hier nach Banditen aus. Die den Guten da erschreckt haben und ihn ausgeraubt haben. Nee. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Noch ein Opfer für die Herren der Furcht! Vergießt das Blut des Fremden für die Göttin des Gemetzels! Ihr habt ihn! Ich töte dich! Also Göttin des... Gemetzels gibt es tatsächlich wirklich. Das wirst du büßen. Und jetzt auch noch Militärreihe, oder was? Ich gesetzt hatte als Kind. Okay. Sehr viel Pelz. Das nehme ich sehr gerne mit. Dem Wagen scheint nichts passiert zu sein. Das wird den Mann sicherlich freuen. Bringen wir den Wagen mal zurück. Von was auch immer die Tiere auch gelebt haben, da. Gut, da ist ein bisschen Wasser, ne? Ja. Sind wahrscheinlich schlechtere Flecken. Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Ja, genau. Ansonsten werdet ihr einfach so lange von uns ausgebeutet, bis ihr nicht mehr könnt, und dann werdet ihr Menschenfutter. Das ist natürlich viel besser. Dann reden wir mal mit Nehi. Und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal.
Bin gespannt. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Du solltest mit Ramesso sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Okay, das wird wahrscheinlich der Typ sein, der uns zu Nehi geschickt hat, nehme ich an. Jetzt auf dem Ball. 14 Pelz. Es sind halt noch so viele Stufen, ne? Dass wir da irgendwann mal das Maximum haben und da fehlt uns noch irgendwas. Da ist schon noch einiges. Aber es geht voran. Willkommen, Freund. Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Willkommen, Nebet. Die Stadt der Zukunft. Ha, wir finden hier viele verlorene Werke und Fragmente der alten Welt. Vielleicht nicht jeden Tag, aber oft genug. Bin mal gespannt, was wir hier noch zu sehen. Schriftzeichen. Bist du neu hier? Auf der Durchreise, aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Bin mal gespannt, ob er sich Sorgen machen muss. Oder die alle hier. Noch ein Teil der Botschaft. Er merkt sich das scheinbar selbst. Was er daraus schlussfolgert. Bin sehr gespannt. Was für ein Geheimnis wir da auf der Spur sind. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden. Wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Das werden wir tun. Warum nicht? Vielleicht entwickelt sich da ja was. Schönes für beide. Mehr von der Botschaft. Hoffentlich hat es mit der Botschaft nichts Schlimmes auf sich für die Menschen. Es ist noch eine weitere Botschaft. Wenn man schon ein Bike das zusammensetzen kann und was bei rauskommt. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesso sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja, ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Und alle furchtbar nett, ne? Dürfen wir uns alles anschauen. Der Stil sieht ähnlich aus.
Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Die vollständige Botschaft. Ist es eine prophetische Vision? Prophetische Nachricht. Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, zieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Lünen liegt der Tempel, der Millionen Jahre bewacht von steinernen Löwen. Gegen Löwen haben wir ja vorhin gekämpft, aber ich nehme an, dass damit sie eben eher Wo ist dieser Tempel? Skulpturen gemeint. Statuen. Wie auch immer. Willkommen! Willkommen in Letopolis! Letzter Traum des verstorbenen Taharka! Neues Gebiet. Zwischen den goldenen Dünen. Besten Stand in Letopolis hast. Und dann mal nach oben. Bei. Das machen wir in der nächsten Folge, sehe ich gerade, eben schon 17 Minuten voll. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.